zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Es geht heute um meine Bücher für die Shuki Books Challenge. Ja, jetzt möchte ich hier an dieser Stelle einfach auch nochmal dazu sagen, dass ich doch irgendwie ein ziemlicher Spontanleser bin. Also ich habe jetzt natürlich viele Bücher gefunden, da dachte ich, ja, das passt jetzt wirklich dazu. Also das könnte ich mir vornehmen fürs neue Jahr, um an dieser Stelle zu lesen. Aber es kann natürlich sein, dass ich die Bücher irgendwie ändere. Ja, das erfahrt ihr dann mit der Zeit. Gut, wenn ihr die Challenge jetzt noch nicht kennt, dann verlinke ich sie euch nochmal in die Infobox. Da könnt ihr auch alles nochmal nachlesen und so. Und auch die liebe Nini mal kennenlernen. Aber ich denke eigentlich, ihr kennt die alle. Und ich habe mir mit meinem Handy einen Screenshot gemacht, deswegen muss ich öfter mal runtergucken. Aber ich denke, das ist kein Problem. Nur den Code sollte man richtig eingeben können. Ja, okay. So, also die erste Aufgabe ist, lies ein weißes Buch. Denn die erste Aufgabe heißt weiße Schokolade. Und da habe ich mich für die Auswahl von Ellie Condy entschieden. Ja, denn unterhalb ist es meiner Meinung nach komplett weiß, bis jetzt auf das hier und die Schrift. Aber ich denke mal, es muss jetzt nicht richtig weiß ohne irgendwie was drauf noch sein. Das hoffe ich zumindest. Generell, falls ich irgendwie sage, das Buch wäre jetzt ein Einzelband zum Beispiel oder das ist eine Reihe oder so und ich irre mich, könnt ihr mir das natürlich immer gerne in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich dann auch drüber, wenn ihr mich aufklärt. So, jetzt muss ich gerade diesen Umschlag wieder drum bekommen. Ja, also das war das Buch. Das war das erste. Ja, die zweite Aufgabe nennt sich dann Vollmilchschokolade. Da soll man ein braunes Buch lesen. Und ich habe mich hier für Markus Zusacks Die Bücherdiebin entschieden. Ja, es ist eher hellbraun als jetzt irgendwie mittel- oder dunkelbraun und könnte auch eher in die Beige-Richtung gehen. Aber für mich ist es braun und deswegen würde ich das gerne lesen. Ich denke, dabei bleibt es dann auch auf jeden Fall, genauso wie wahrscheinlich auch bei dem weißen Buch. Denn so viele Bücher in diesen beiden Farben besitze ich leider nicht. Ja, na? Okay. Weiter geht es mit einem schwarzen Buch, das man lesen soll, denn die Aufgabe nennt sich Zartbitterschokolade. Und welches Buch würde sich hierfür besser eignen als Ich bin die Nacht von Ethan Cross? So könnt ihr es vielleicht lesen. Und es ist wirklich komplett schwarz. Also es ist eigentlich so gesehen das schwärzeste Buch, das ich besitze. Und ich glaube, ein schwarzeres werde ich auch niemals besitzen. Von daher, ich werde es mit Sicherheit dann für diese Challenge lesen. Und ich hätte es auch wirklich gern schon 2014 gelesen, denn es interessiert mich so sehr. Aber was will man machen? Dann kommen wir zur Aufgabe 4, das ist die Nussschokolade. Lies ein Buch mit vielen kleinen Gegenständen auf dem Cover. Da habe ich mich dann für I'll Never Get Out of This World Alive von Steve Earle entschieden. Lässt sich jetzt auch drüber streiten, ob das Gegenstände sind, aber naja, gut, hier ist ein Haus, da ist irgend so ein, was weiß ich, eine Sonnenuhr oder so, keine Ahnung, nee, ich glaube, das ist keine Sonnenuhr. Also es sind für mich, finde ich, schon Gegenstände. Hier sind irgendwelche Figuren und so. Und es sieht ja auch wirklich bunt aus. Und es gefällt mir auch sehr gut. Also es geht ja um einen Country-Sänger, der mit seinem Leben nicht zufrieden ist. Und sich, glaube ich, auch das Leben nehmen möchte. Beziehungsweise er nimmt sich das Leben, so wie sich das jetzt hier anhört, und sein Arzt versucht so ein bisschen seine Geschichte zu beschreiben, glaube ich zumindest. Ich lasse mich da aber auch gerne überraschen. So, jetzt ist mein Handy wieder aus, jetzt muss ich den Code wieder eingeben. Genau, jetzt kommen wir zu Nummer 5, das ist die XL-Tafel. Beende eine Trilogie.
Und hier war ich mir nicht sicher, ob es eine Trilogie sein muss, die ich jetzt schon dieses Jahr angefangen habe, also quasi 2014, oder eine, die ich dann erst 2015 anfangen werde. Beziehungsweise ist es egal, ob es eins der beiden ist oder... Keine Ahnung, liebe Ninni, oder vielleicht weiß es ja auch jemand von euch, wie ist es gedacht? Muss es 2014 angefangen sein oder ist es freigestellt? Das würde mich echt mal interessieren. Ich habe mich jetzt für eine Reihe entschieden, die ich dieses Jahr angefangen habe, also 2014, und zwar ist es die Divergent-Reihe. Da habe ich jetzt hier Insurgent und Allegiant. Ja, ich würde sie gerne auf Englisch lesen. Ich fand Divergent auf Englisch wirklich cool. Und generell irgendwie, ich lese sehr, sehr gerne auf Englisch, aber ich komme irgendwie die ganze Zeit nicht dazu. Also ich nehme mir fast nur noch deutsche Bücher vor, was ich sehr traurig finde eigentlich, denn Englisch lesen macht mir Spaß und es fördert natürlich auch die Sprachkenntnis und ja, ich möchte das auch ein bisschen ändern dann in 2015. So. Die nächste Aufgabe lautet, Jumbo-Tafel, beende eine Reihe, mindestens 4 Bände. Und da hatte ich jetzt wieder das gleiche Problem wie bei der Aufgabe davor, dass ich nicht wusste, eine Reihe, die ich 2014 angefangen habe, oder ist es eigentlich egal? Dann habe ich mir gedacht, welche Reihe, die denn länger als 3 Bände ist, hast du denn überhaupt angefangen 2014? Ja, und dann stand ich vor einem Problem, denn ich habe eigentlich 2014, da ich ja seit, also ich tue ja glaube ich erst seit August Booktuben, in der Zeit habe ich keine richtige Reihe mit mehr als 4 Bänden oder mindestens 4 Bänden angefangen. Weshalb ich mich jetzt für Die Flüsse von London von Ben Arrowitch entschieden habe. Ich glaube, da gibt es 4 oder 5 Bände von. Die sind ja nicht so dick, deswegen bin ich relativ zuversichtlich, dass ich die 2015 dann auch beenden kann. Aber ich habe sie dann eben erst 2015 angefangen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Vielleicht komme ich ja im Dezember noch dazu, den ersten Band irgendwie anzufangen und ich lese mich nur mal in die ersten paar Seiten rein. Das weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, wie ich das mache. Aber ich hoffe, dass das in Ordnung geht dann. Gut, ich meine, im Prinzip mache ich die Challenge ja nur für mich, damit ich quasi ein bisschen mehr Anreiz beim Lesen habe, dass mein Sub vielleicht auch ein bisschen mehr sich dem Ende oder ja der kleineren Zahl zuneigt. Mal sehen. So, Nummer 7 ist ein kleiner Snack für zwischendurch. Lies ein Einzelband. Ja. Und da habe ich jetzt einfach mal Sebastian Fitzeks Passagier 23 ausgeliehen. Übrigens, da ist es. Ich habe es nicht gefunden in meinem Bücherregal. Wie konnte das passieren? Es stand ganz normal da drin, wo ich auch dachte, dass es ist, aber irgendwie war ich ein bisschen blind. Ich bin generell sehr, sehr verwirrt in der letzten Zeit. Das merkt ihr ja wahrscheinlich auch anhand der Videos. Ich weiß nicht, ich brauche, glaube ich, diese Ferien und bin auch froh, dass ich sie habe. Aber ich muss natürlich nebenher auch lernen, denn ich habe bald Klausuren. Ja, aber na gut, das habe ich mir jetzt ausgesucht. Ob es jetzt ein dünnes, also so ein Snack für zwischendurch ist, lässt sich fragen. Aber gerade diese Aufgabe, das wäre jetzt so eine, da werde ich wahrscheinlich dann doch nochmal zu einem anderen Buch greifen. Also natürlich möchte ich Sebastian Fitzek auf jeden Fall lesen, aber vielleicht lese ich ja noch mehrere Einzelbände, von denen ich denke, komm, machst du jetzt einfach als abgehakt bei der Challenge und dann hast du es hinter dir. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, dann geht's weiter mit Lies ein spannendes bzw. nervenaufreibendes Buch. Also es nennt sich Nervennahrung. Ja, da habe ich jetzt ja auch schon 2 gezeigt, also Passagier 23 und Ich bin die Nacht. Aber ich zeige euch jetzt noch eins, beziehungsweise ich habe jetzt 2 ausgesucht, denn ich konnte mich echt nicht entscheiden. Das wäre zum einen Sebastian Fitzek, Der Seelenbrecher. Ich möchte echt mal mehr Fitzek lesen, denn ich habe sehr viele Bücher von ihm. Und ich weiß auch, dass ich seinen Schreibstil und seine Krimis oder beziehungsweise Psychothriller sehr mag.
Aber irgendwie habe ich bisher keinen weiteren gelesen, was mich ein bisschen traurig macht. Das möchte ich ändern. Und dann habe ich mir noch Stigmata von Beatrice Gurian ausgesucht. Das ist relativ dick. Aber ich habe es jetzt auch schon so lange und ich wollte es damals unbedingt haben. Habe es mir neu gekauft und alles. Weshalb ich das jetzt unbedingt lesen muss. Ich habe es euch ja schon öfter mal gezeigt und ja, das wird Zeit. Auf jeden Fall. Ja, dann kommt Nummer 9, das Jahr 2015. Lies das 15. ungelesene Buch aus deinem Regal. Ja, da kann ich euch jetzt leider kein Buch zeigen, denn das ändert sich bei mir im Regal einfach öfter. Und ich denke, ich mache das dann so ein bisschen spontaner, dass ich dann einfach mal abzähle, okay, das nehme ich jetzt und fertig. Natürlich kann ich dann auch Bücher davor lesen. Das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen eine blöde Aufgabe, denn was ist denn jetzt, wenn ich das erste Buch, das ungelesen ist, vor diesem 15. lese, dann würde ja das 15. auch noch eins weiter rutschen. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss wahrscheinlich dann einfach in dem Moment, ich mache jetzt diese Aufgabe, ich will sie jetzt lösen, nehme das 15. raus und lese dann kein anderes mehr. So muss man das vielleicht machen. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr versteht das jetzt auch, was ich gemeint habe. Das ist irgendwie auch ein bisschen schwer zu erklären, finde ich. So, Nummer 10 ist Naschen. Lies ein Buch mit maximal 200 Seiten. Und da habe ich mir von Christina Kuhn Schneewittchenfalle ausgesucht, denn das hat ganz genau 200 Seiten. Ich bin fasziniert davon, aber hier seht ihr es. 200, ganz genau. Ich habe bestimmt noch eins, das kürzer ist, aber irgendwie jetzt auf die Schnelle habe ich keins gefunden und ja, ich sollte diese Arena-Thriller auch mal endlich auslesen. So, Nummer 10 ist, nee, das hatten wir, Nummer 11 ist dann da genau das Gegenteil. Lies ein Buch mit mindestens 500 Seiten, also es nennt sich Kalorien. Und da habe ich mir, ich glaube, eins der dicksten Bücher, die ich besitze, ausgesucht. Und zwar von Lybra Bray, The Diviners. Aller Anfang ist böse. Und ich weiß nicht, wie viel Seiten es hat, aber ich schätze mal so 700, 800. Ja, und ich bin da auch schon so scharf drauf. Ich weiß gar nicht, warum ich es noch nicht angefangen habe. Ich habe so viele tolle Bücher und die wollen alle gelesen werden. Das ist schon traurig irgendwie. Ja. Aber das ist mal wieder Meckern auf höchstem Niveau, wie so viele hier sagen. Anderen Leuten geht es so schlecht, die haben überhaupt nichts zu lesen, die können gar nicht mehr lesen. Und wir beschweren uns hier über die ungelesenen Bücher im Regal, die sich beschweren. Schon eigentlich ziemlich bescheuert, muss man mal so sagen. Naja. So, dann geht's weiter mit der Schokolade mit Cremefüllung. Lies ein hellgelbes oder beiges Buch. Da habe ich jetzt auch mal zwei so als Beispiele genommen. Und zwar einmal Totentänze von Christina Kuhn, Susanne Mischke, Beatrice Gurian und Manuela Martini. Ja, das hat halt hier noch diese goldenen Dinger drauf. Aber ich finde, es passt auch gut zur Schokolade. Und es ist, finde ich, beige. Da habe ich ein bisschen mehr Lust drauf als das hier. Das ist Stephen Kings Es, weil, ja, schaut mal, wie dick das ist. Also das wäre eigentlich auch was für die Kalorien, aber ich weiß gar nicht, ob man in dieser Challenge Aufgaben miteinander verbinden darf. Jedenfalls habe ich das jetzt auch nochmal so als anderes Exemplar, es wäre halt hellgelb. Aber ich weiß nicht, das ist halt wirklich schon echt dick. Aber würde halt auch dann der Statistik gut tun. Mal schauen. Dann kommt ein rosanes oder hellblaues Buch. Das ist die Schokolade mit Fruchtfüllung. Da habe ich Girl Online von Zoe Sack mir ausgesucht. Das habe ich ja jetzt erst im Dezember dann bekommen. Beziehungsweise im November. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, ich habe es im Dezember erst bekommen oder Ende November, als ich schon mein Neuzugänge-Video abgedreht hatte. Und deswegen habe ich es euch im Dezember gezeigt. Und ja, das ist auch ein englisches Buch, deswegen ist es jetzt auch da drauf.
gelandet. Und ihr könnt euch ja mal meine Neuzugänge anschauen, da erzähle ich dann noch ein bisschen was dazu. Ups. Ja, jetzt kommen nur noch zwei Aufgaben, und zwar Lies eine Suppleiche. Die Aufgabe nennt sich ungesund, denn ja, Schokolade ist leider ungesund, wenn man zu viel davon isst. Und wenn man zu viele Suppleichen hat, ist das auch nicht so gesund für den Supp. Jedenfalls habe ich mal so geguckt, und bevor ich angefangen habe zu booktuben, hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so viele ungelesene Bücher zum Glück. Aber eins war, beziehungsweise ist, David Allen, wie ich die Dinge geregelt kriege. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen reingelesen, und das war's dann auch. Ich bin da auf Seite 44 und ich glaube, ich habe das Buch schon 2 Jahre. Ja. Das habe ich mir mal so in einem ich möchte gern produktiver werden Ding Gedanke gekauft. Ich habe mehrere solcher Selbstmotivations- und Selbstmanagement-Büchern. Ja. Das ist halt jetzt eins davon, und eigentlich würde es auch gut passen, denn ich will eigentlich immer noch selbst motivierter bzw. mich besser selbst managen können. Ja, also ist vielleicht auch so ein bisschen ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Dann habe ich noch die Praline, das ist die letzte Aufgabe, lies ein geschenktes Buch. Da habe ich euch jetzt eigentlich ja auch schon den Sebastian Fitzek gezeigt. Aber von meinem Freund habe ich bekommen zu meinem Geburtstag von Brigitte Riebe Die Pestmarkt. Und ja, das ist ein historischer Roman, ist auch relativ dick. Also spielt in Köln 1540 und geht um eine Witwe, die im Sterben liegt. Ach so, ja, okay. Nein, also sie ist eine Witwe, die vom eifersüchtigen Schwager verleumdet wird, und sie soll dann hingerichtet werden. Aber ein Arzt oder ein, ja doch, ein Arzt spricht sie dann frei von dieser, wie sagt man denn, oh Mann. Aber ein Arzt spricht sie dann frei unter der Bedingung, dass sie sich als Pestmarkt um Kranke kümmern soll. Ja, und ich glaube, dann geht es auch ein bisschen um Liebe und so, aber ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls, ja, es soll halt so ein bisschen noch für dieses Lesevorhaben stehen, das ich immer noch nicht ganz aufgeben möchte. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte keine richtigen Lese- oder Themenmonate mehr machen, sondern solche Themenwochen, in denen ich dann, oder halt Tage, keine Ahnung, in denen ich dann ein gewisses Genre lese, das ich noch nicht so oft gelesen habe. Dazu gehört eben auch der historische Roman. Deshalb habe ich es jetzt da drauf gepackt, dass ich es hoffentlich dann auch wirklich mal tue. Ja. Gut, ihr Lieben, das war's jetzt. Ich entschuldige mich nochmal für meine Verpeiltheit oder Blödheit. Manchmal ist es auch, also es hat ja nicht wirklich was mit Dummheit zu tun, aber irgendwie, ich habe einfach vergessen, das letzte Video abzuspeichern, also die geschnittene Variante, und ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass mir jetzt das nicht bei den nächsten Videos noch passiert. Ich werde da jetzt gut aufpassen, man lernt ja auch dazu, nicht wahr? Und ja, auch für die Challenge, für die Losung nochmal. Ich weiß echt nicht, was los ist. Ich brauche mal Urlaub. Ja, naja, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!